Oh man, Bully Party, ich glaub's nicht. Zeig mal her hier. Ein Mond gibt's. Hä? Wo sind denn die restlichen? Ich verstehe es nicht. Na nu, was machen denn nur alle diese Leute hier, Mann? Eine lange Reise, Ende. Was? Einer langen Reise, Ende. Hä, was ist das? Komisches Deutsch. Ja, und sie singt schon wieder. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist. Ich werde jetzt einfach so lange zocken, bis wir es durchhaben. Keine Ahnung. Freut euch, wenn er länger ist. Oder auch nicht, wie ihr wollt. Ey, du bist so unglaublich mutig, Mann. Das ist wahre Inspiration, Mann. Wir sind zu deiner Unterstützung hier, Mann. Auch ich sehe, was erwartet mich. Das wird kein Spaziergang werden. Ich wünsche dir viel Erfolg, Mann. Ja, boah, toll, alle sind hier. Ja gut, ja. Gehen wir mal weiter. Ich wünsche mir alle viel Glück. Und sie hat mir was zu erzählen. Ja, los, Mario, spring. Jo, ich spring. Alles klar. Bin gespannt, was mich hier erwartet. Wirklich. Also das wird jetzt hier die letzte Mission sein. Ist halt so komisch, dass ich nicht mehr Mond habe bekommen. Okay, na endlich. Wir haben wieder unser normales Gewicht. Ja, man stimmt, du hast recht. Und wir haben einen doofen Gegner. Und wir haben hier Kaskadenfallmusik. Bloß keine Leben verschwenden. Wir müssen noch an Höhe gewinnen. Wir müssen von der anderen Seite kommen, dann machen wir es uns auch nicht leichter. Also gerade mein Hassgegner, ne? Der kommt jetzt gerade an Anfang. Okay, Nummer 1. Schnappen wir uns hier mal so ein paar. Schön konzentriert bleiben. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen ruhiger bin. Aber ich will das hier schaffen. Probiere halt trotzdem auch noch mal so ein bisschen zu reden. Natürlich. Höre ich ja natürlich auch unterhalten. Was war denn das jetzt? Bin ich jetzt gerade echt irgendwie daneben gesprungen? Nee, jetzt müssen wir warten. Jetzt kommt die Kugel. Alter, ich krieg's nicht hin, ne? Ich krieg's nicht hin. Jetzt schnapp ich mir noch einen Goomba. Sogar halt noch ein bisschen höher. Was kommt jetzt? Nichts. Nichts kommt. Das war jetzt, ist er tot. Sehr gut. Wir haben auch nur ein Leben verloren. Und wir kriegen sogar noch neue Leben. Sehr gut. Dann haben wir Full Life. Ja, ist eine coole Mucke. Also die Mucke gefällt mir eigentlich so mit am besten von diesen ganzen Mario-Spielen. Mit am besten, ne? Ist jetzt nicht die beste. Ja, da.
geht denn hier ab? Okay, das war jetzt doof. Ich muss von der Seite. Da muss man ja auch erstmal checken. Schönen Dank. Jetzt sind alle meine Leben weg. Ich weiß nicht, wie ich es hätte schneller machen sollen, aber gut. Immer dran denken, nicht nur Weitsprünge machen, sondern auch ein bisschen auslaufen lassen, um dass wir die Geschwindigkeit beibehalten. Hier geht's als Flamme weiter. Ich weiß gar nicht, ob mir die anderen Flammen schaden können. Weiß ich so jetzt gar nicht. Es war zu spät, verdammt. Das hätte jetzt nicht sein dürfen. Es wird knapp mit den Leben, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was uns hier noch erwartet alles. Wir haben nur noch 2 Leben. Weil wir auch Heilung bekommen und so, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel Heilung wir jetzt noch bekommen. Die Musik hat sich geändert, wir sind jetzt in der Wüstenwelt. Oh, hier ist noch Heilung. Sehr gut. Also durchlaufen wir jetzt jede Welt, oder wie? Von der Musik her? Schön warten, nicht beeilen. Ich bin ganz unten. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, ohne Schaden zu nehmen. Frag mich. Ey, was ist das jetzt, Alter? Was ist das? Mann, ey. Das war jetzt total unnötig. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Und jetzt wieder alles von vorne, oder? Ja, genau. Ja, ist klar, ey. Leute, wisst ihr was? Wir vertagen das doch auf einen neuen Part. Ach, das ärgert mich jetzt, ey, dass ich da jetzt gestorben bin, Mann. Egal, ich beruhige mich. Und ich nehme einen neuen Part auf. Danke fürs Zusehen. Das ist wahrscheinlich der letzte Part, der rauskommt. Vielleicht der vorletzte Part. Dann haben wir es geschafft. Dann ist Mario Odyssey zu fast 100% durch. Natürlich reiche ich nochmal was nach, wenn ich noch was hinbekomme. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen ja erstmal diese Herausforderung schaffen. Also, bis zum nächsten Part und danke fürs Zusehen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder ja, hier, wo wir letztens gestorben sind. Ich habe mir mal die Freiheit rausgenommen und habe soweit jetzt bis hierhin gespielt. Weil ich mir dachte, das kennen wir schon alles. Und so kann ich ein bisschen Zeit sparen. Ich bin mit einem Durchlauf ganz gut durchgekommen. Ich musste jetzt irgendwie auch nichts schneiden oder so. Okay, jetzt kriegen wir hier ein Problem. Ne, kriegen wir nicht. Alles gut. Doch, wir kriegen hier wieder ein Problem. Komm, 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 komm. Jetzt Zeit für sowas. Okay, sehr gut. Nee, 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 warte mal, das brauchen wir doch noch. Ne? Nicht zu schnell die Gegner aufgeben. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Alter, lass mich doch mal raus hier. Danke.
müssen aufpassen, das Eiswasser da hinten. Kommen wir gut durch. Ich will auf jeden Fall alle meine Leben noch behalten. Wir haben übrigens noch kein Leben verloren. Weitsprung. Mütze und rüber. Das war gut. Das war wirklich sehr gut. Machen wir mal hier ein Speedo. Alles klar. Geht's wohl jetzt mit Yoshi weiter? Und die sind Laufbänder. Schön viele Münzen. Sehr viele schöne Münzen. Ah, verdammt. Ich habe mir schon gedacht, dass ich rüber muss, aber... Ich wollte noch warten. So, was geht jetzt hier ab? Da sind Swings. Da ist ein Herz. Und da sind... Ihr seht selber. Die Dinge aktivieren wir mal nicht. Wir brauchen hier keinen Stress. Das Leben lassen wir auch mal. Es ist mir nicht wert, ja, das Leben hier einzusammeln. Um eventuell zu sterben. Alter. Ich warte mal, bis lieber hier der Weg nochmal kommt. Ja, lieber warten, als sich in den Tod stürzen. Ich frage gerade echt, wie ich hier langkommen soll. Ich wäre es doch hilfreich gewesen, die Dinger da zu aktivieren. Yoshi haben wir jetzt jedenfalls nicht mehr. Okay, okay, okay. Sehr gut. Gut durchgekommen. Wir gehen hier mal rüber zur Swings. Schauen wir mal, was hier abgeht. Was hast du denn? Sei gegrüßt, Reisner. Ebenso deine Kopfbedeckung. Ja, was ist der einzige Land, das ich die Übergang deswegen noch nicht bereist habe? Forstland, Pilzgenschreich. Jo, mein Geber der richtigen Antwort. Nimm dies mit deiner. Auf deiner weiteren Reise, alles klar. So, haben wir es endlich hinbekommen. Sammeln wir das Herz ein. Und hier haben wir die nächsten Grasfahrt. Boah, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Ich will nicht verkacken. Wenn ich jetzt einfach mal runterfalle in die Schlucht, muss ich die ganze Kacke wieder neu machen. Und Leute, glaubt mir, das will ich nicht. Die letzte Mission. Aber so dürfen wir gar nicht denken. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ist ja kein Problem. Was haben wir hier? Eine Vogelscheuche. Alter. Oh nein, 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 nein. Martin! Ernsthaft, ey? Ja, wir haben noch einen Versuch, ne? Wir haben nur noch einen Versuch, ey. Ein fucking Versuch, Mann. Scheiße. Wer soll denn so schnell schalten? Alter. Okay, ich hoffe nicht, dass wir jetzt sterben. Müssen uns beeilen. Kennen wir ja ungefähr schon den Weg. Oh, oh. Oh, Alter. Oh, ich brauch mal gerade kurz Luft. Muss atmen. Wir wären fast gestorben. Wir wären wirklich fast gestorben. Hätte ich den Weitsprung nicht gemacht, wäre es vorbei gewesen. Und jetzt müssen wir auch noch segeln und da sind diese scheiß Fliegen. Alter, ich brauche ein Leben. Aber wenn ich jetzt eh getroffen werde in der Luft, dann ist glaube ich eh vorbei. Okay. Gleiten. Der Typ ist mir nicht so geheuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es bleibt uns anderes übrig. Los geht's. Los geht's, los geht's. Lass mich in Ruhe, ey. Da sind da viele Fliegen. Aber die erreichen mich nicht. Die erreichen mich nicht.
Weil ich immer in ständiger Bewegung bin. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Tornados mitnehmen. Wir haben es geschafft. Oh, okay. Mir wäre lieber, wenn ich hier noch ein Leben hätte. Jetzt muss alles sitzen. Ich krieg das nicht hin. Das kannst du vergessen, das kriege ich nicht hin. Nehmen den leichten Weg. Hoffentlich ist er leichter. Timing. Timing ist alles. Ich muss den Flug mitberechnen. Bitte, 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 bitte. Jetzt. Alter. Und genau die Mitte. Ey, Leben wäre schön, ne? Krieg ich nicht nur ein Leben? Jetzt noch ein Bowser-Kampf kommt, dann bin ich tot. Jetzt hier ein Leben. Kein Leben. Kein Leben. Kein Leben. Kein Leben. Ich aktiviere die Dinger nicht. Könnt ihr vergessen. Es werden aber immer mehr, das heißt, ich muss sie aktivieren. Ich probiere die hier so ein bisschen. Nee, ich muss schießen. Nein. Verdammt. Nee, ich schon wieder da, Mann. Ich kann dieses blöde Vieh nicht mehr sehen, ey. So, Leute. Ihr seht, meine Leben neigen sich doch langsam dem Ende zu. Ich darf diese Mitte nicht aktivieren. Frag mich nicht, wie lange ich jetzt gespielt habe, um wieder hier zu landen mit den Leben, die ich jetzt habe. Das wollt ihr nicht wissen. Okay, vielleicht wollt ihr es doch wissen. Also bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ich war hier öfters, aber ich war hier in der Eskalation. Verdammt. Verdammt. Verdammt, scheiße. Oh, oh, jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir richtig tot. Nein! Alter, der wollte fast ein... Alter. Er wollte fast eine Stampfattacke machen. Hier ist Timing gefragt, ja. Okay. Dann bin ich ja an der richtigen Adresse. Nein, halt dich fest, Alter. Was macht der? Okay. Das hier. Okay, wir gehen hier lang. Dann gehen wir hier lang. Das ist hier so ein Ding, alles klar. Wir können aber auch hier lang gehen. Das ist hier auch so ein Ding. Nee, nee, wir nehmen das hier. Wir müssen hier halt aufpassen in den Fässern. Oh Gott, ey. Wir haben nur noch einen Versuch. Also wir dürfen einmal noch getroffen werden. Wir können ja auch die Kamera drehen. Alles klar. Kürzen kann man hier nicht. Nee. Okay. Schön konzentrieren. Ach, leck mich doch, ey. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will jetzt nicht sterben. Wir müssen da hoch. Können wir aber nicht. Wenn die ganze Zeit Fässer runterkommen. Jetzt. Das ist unsere Chance. Sehr gut. Alter. Kamera drehen, Kamera drehen. Und schnell runter. Hier passiert uns nichts mehr, glaube ich. Das kann immer noch kommen. Komm.
Nichts zum Heilen. Wir sind mächtig am Arsch. Wir sind wirklich mächtig am Arsch. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt, ey? Ey, ich brauche Heilung, Mann. Ich brauche verdammte Heilung. Ah, cool. Dann wieder volle Heilung. Alles klar. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, ja. Das hat nichts zu bedeuten. Es ist sehr sozial, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Spieleentwicklern. Die hätten mich ja auch mit einem Leben rausschicken können. So wie ich war. Immer aufpassen. Immer die Kugeln hier schön umkloppen. Ich lasse mich jetzt hier ganz sicher nicht mehr töten, ey. Jetzt auch der Zielgran, ey. Wenn ich jetzt sterben würde und ich müsste alles wieder von vorne machen. Ich würde kotzen, ganz ehrlich. Ich würde so mega abkotzen, ey. Alter. Was kommt jetzt, ey? Was kommt jetzt? Ich kann nicht mehr, ey. Ey, nee, jetzt müssen wir doch irgendwie als Affe hier rumdüsen, oder was? Nee, ey, bitte nicht. Lass es bitte zu Ende sein. Ich kann nicht mehr, ey. Oh. Hey, was ist das? Haben wir es geschafft? Steht da, oder? Nee, Sink. Thank you. Ja, danke. Ganz ehrlich, das sage ich auch. Danke, dass es endlich ein Ende hat. Oh Gott. Danke, ja. Danke, dass wir es geschafft haben und dieses Level endlich ein Ende hat. Ich würde es nicht nochmal machen. Na, vielleicht schon. Thank you. Ah, you're welcome. Alles klar. Komm, gib mir die Mütze. Das ist meine. So, was erwartet uns jetzt? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht nur irgendwie doof oder unnötig. Ich bin überraschend gut durchgekommen. Bin jetzt bei 5 Minuten Aufnahme. Welche Ironie, am Ende doch nochmal die erste Kaperung zu treffen. Wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Mhm. Wen sagst du das? Guck mal, hier ist Rosalina. Was macht die? Jetzt auch nur Münzen, okay. Jetzt auch nochmal Money. Okay, guckt euch mal bitte den Schatten an. Geil. Das bitte öfters. Gut, dann klettern wir hier mal hoch. Ja, hier scheint ja nichts zu sein. Wir haben all diese verschiedenen Länder bereist. Oh ja, das haben wir gemacht. Kommt jetzt etwa ein Abschied? Nun ja, klar haben wir dabei die ein oder andere Breitseite erhalten. Aber denk doch nur an die ganzen Kopfbedeckungen. Ja, ist so ein kleiner Fetisch, ne? Was Kopfbedeckung anbelangt. Das ist unser Odyssey. Wird auch schon ordentlich Power bekommen. Unsere Reise war wirklich einmalig, Mario. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre dabei, deinen Kopf zu behüten. Tja, alles klar. War mir auch eine Ehre. Danke fürs Spiel. Einer langen Reise Ende.
Jetzt war unsichtbar. Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten. Alles klar. Den will ich aber gar nicht haben. Ich will mich schon sehen. Also das ist ja schon echt cool. Welche Abenteuer dieses Outfit erzählen könnte. Welche Abenteuer dieses Outfit erzählen könnte, wenn es einen Mund hätte. Ja, wie auch immer. Es hat jedenfalls schon so einiges erlebt. Ein äußerst seltener Hut im Pop- oder Top-Krater erworben. Einmal am Schrank verstaut, findet man ihn nur äußerst schwer wieder. Alles klar. Gut. Nee, nee, wir machen hier wieder einen auf normal. Mario. Ja, unser Odyssey sieht ganz schön voll aus. Wir haben jedes Souvenir. Der Hundi ist auch am Start. Ansonsten, ich kann ja nochmal durchgehen, was wir jetzt alles schon so bis jetzt haben. Im Pilzkönigreich haben wir alle Souvenire, alle Lila Münzen und alle Monde. Hier genau dasselbe. Hier natürlich genau dasselbe. Hier fehlt uns ein Mond, wo ich immer noch keinen Plan habe, wo der ist, Mann. Und der Typi, der will uns keinen Hinweis geben, Mann. Der ist so ein blödes Sackgesicht, ey. Aber wir kriegen das noch hin hier, die Nummer 68. Ich bin gespannt. Ja, das Seeland haben wir auch geschafft. Natürlich komplett. Forstland auch komplett. Wolkenland komplett. Verlorenes Land komplett. Cityland komplett. Polarland komplett. Das Küstenland genauso komplett wie alle anderen. Schlemmerland komplett. Ruinenland auch super durchgespielt. Bowser's Land komplett. Mondland, finstere Seite und stockfinstere Seite natürlich auch komplett. Also könnt ihr bis jetzt sagen, es ist ein 99,9%iges Let's Play von Super Mario Odyssey. Ja, soweit haben wir alles. Fehlt uns vielleicht noch irgendwie was? Wir haben 52 von 52 Kaperungen. Wir können nochmal durchgehen. Einmal den Frosch, Stromgenerator, Paragumba, Kettenhund, Maxi-Kettenhund, Madame Roots Kettenhund, T-Rex, Teleskop, Kugelwilli, Röntgolit, Kaktus, Gumba, Austezumas Hand, Mini-Rakete, Segelmanda, Lakitu, Reißverschluss, Cheep Cheep, Reliefstück, Gift-Piranha-Pflanze, Mieswurz, Feuerbruder, Schermützler, Krözus, Baum, Felsen, Gesichter, Puzzleteil, Gumba, Tropenwegler, Elastopfahl, Kanaldeckel, ein Taxi, ein RC-Auto, Orkoshi, Schlottersportler, Cheep Cheep im Polarland, Düsenkrake, Hothead, Schlemmerling, Hammerbruder, Fleischstück, alles klar, Feuerpiranha-Pflanze, Pikmatz, Jitsu, Bowser-Statue, Para-Knochentrocken, Riesenkugel-Willi, Football-Chuck und Bowser. Die Buchstaben, der Teilerblock, Gesichterpuzzle Mario und Yoshi. Alles klar, Souvenirliste, haben wir den Plüschfrosch, Zylindrienturm-Modell, T-Rex-Modell, Triceratops-Trophäe, Kopfstand-Pyramiden-Modell, Miauxi-Statue, Unterwasserkuppel, Quichi-Dori, Blumen von Robohain, Robogärtner 2000, die Topfpalme, Schmetterlingsmobile, Paulines Statue, New Donk City Rathaus-Modell, Schlotterteppich, Schlottroschkas, Sandgefäß, Glassturmmodell, Souvenirgabeln, Gemüseplatte, Papierlaterne, Jitsu-Statue, Mondquader, Fragment, Mondlampe, Pilzkissenset, Pilzpalastmodell, Hutlandsticker, Kaskadenlandsticker, Wüstenlandsticker, Seelandsticker, Forstlandsticker, Verlobungslandsticker, Citylandsticker, Polarlandsticker, Küstenlandsticker, Schlimmerlandsticker, Bowserlandsticker, Mondlandsticker, Röhrensticker, Münzensticker, Blocksticker, Fragezeichen Blocksticker und Pilzkönigreichsticker. Oh, gut. Und das letzte, wir haben 82 von 82 Musikstücke, die werde ich euch natürlich nicht alle vorlesen. Ich kann hier einmal runterscrollen. Ja. So sieht's aus. Wie gesagt, uns fehlt nur dieser Mond. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache da nochmal so ein kleines Kurzvideo dazu.
Für mich soll es das hier gewesen sein. Wir gesellen uns zu unseren Freunden. Beziehungsweise eher Verehrer, sind ja keine Freunde. Yay. Würdest du sagen, die einzige Freundin, die ich hier so im Spiel habe, die Mario schon wirklich über längeres kennt, ist Pauline. Guck mal, die hat jetzt sogar eine Mario-Mütze auf. Los Mario, spring! Ah, alles klar. Aber die sagt auch immer dasselbe. Hallo, hallo! Naja, gut. Dann tanzen wir hier noch ein bisschen ab. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Let's Play. Es war das erste richtige, große, abgeschlossene Let's Play auf diesem Kanal. Ich finde, oder ich fand, wie auch immer, wie man sagen darf, ich finde es eigentlich ganz gut, wie es sich so entwickelt hat. Und das, was wir halt auch gut durchbekommen haben. Die Partlänge, ja, wurde manchmal überschritten. Oh mein Gott, so ist es halt. Manchmal waren auch kürzere Parts. Ich habe mich da eher nicht so kleinlich, sage ich mal. Mario, jetzt hör mal auf zu tanzen, das lenkt mich an. So, ja, ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Und es werden auf jeden Fall weitere Let's Plays folgen. Ja, jetzt läuft ja gerade Skyrim noch. Und wie gesagt, das eine Programm, was ich da noch vorhabe mit euch, also das Projekt. Und das möchte ich noch nicht erwähnen, weil ich weiß halt nicht, zu welchem Zeitpunkt ich diesen Part hochlade und ob ich dann noch schon dieses Projekt am Laufen habe. Aber ihr werdet es dann früher oder später sehen. Und dieses Projekt wird nicht alleine laufen. Das Projekt mache ich wieder mit Sophie. Jetzt ist Mario ganz dreckig. Ja, da freue ich mich dann auch tierisch drauf, dass er da auch wieder mitmacht. Und ja, was gibt es noch so zu erzählen? Genau, Fazit über das Spiel. Dafür, dass es jetzt ein Mario 64 quasi sein sollte, ne? Fand ich es eigentlich ganz gut. Wir haben schöne große 3D-Welten. Wir haben wiederum auch wieder kleinere 3D-Welten. Sowas habe ich ja schon mal erwähnt gehabt. Die Musik fand ich erstklasse, also fand ich echt gut. Es gab eigentlich wenig Lieder, die mich richtig genervt haben, und wenn, dann kamen sie immer nur kurz vor. Ja, und Schwierigkeitsgrad war von leicht bis schwierig. Ihr habt mich fluchen gehört, ey, ich habe dieses Spiel verflucht, ich habe es gehasst. Und jetzt mag ich es dann doch wieder. Jetzt finde ich es wieder doch richtig klasse. Ja, man sagt halt sowas immer aus dem Bauch raus, ne? Gerade so, wenn man so sauer ist, so aus der Laune halt heraus, so, so eine Scheiße, ein Kackspiel, aber man mag es halt, sonst würde man es ja nicht weiterspielen. Ja, Fazit also im Ganzen, ein super Spiel, ist Nintendo richtig gut gelungen, so wie fast jedes Spiel. Ja, nicht jedes Spiel, aber doch schon viele Spiele auf jeden Fall, gerade so diese Mario-Dinger sind alle nicht so schlecht. Ja, Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht. Gut, Mario ist müde, der braucht eine Pause, ich brauche jetzt auch eine Pause. Ich habe heute den ganzen Tag durchgemacht. Ja, herrlich, aber dafür ist dieses Spiel jetzt durch. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Nochmal gesagt, ich würde mich über Unterstützung von euch freuen. Liked einfach das Video oder was weiß ich, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr sehen, lasst ein Abo da. Ansonsten kommentiert, schreibt mir gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Oder halt auch Lob, wie ihr wollt. Und die Musik, die wird leiser. Wahrscheinlich, weil jetzt Mario so rumliegt und schläft, haben sie jetzt die Musik gedämmt. Ist ja auch lieb von der Band. Na gut. Alles klar. So viel dazu. Denn adios, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das Projekt war ja eigentlich beendet. Ich schiebe jetzt aber diesen Teil hier nochmal hinten am letzten Part rein. Und ja, es dreht sich jetzt um die letzten Monde, weil wie wir doch noch unschwer erkennen können, haben wir nicht alle Monde. Wir haben zwar alle Monde in der in den ganzen Welten, ne? Aber wir haben erst 879. Wir holen uns jetzt den 880. Mond. Damit haben wir alle Welten komplett.
Und zwar gibt es hier dieses Taxi, ne? Den haben wir ja schon bis jetzt überall bereist. Oder halt gesehen in jeder Welt. Aber wir kriegen von ihm hier auch nochmal einen Mond. Hey, hey, willkommen zurück, Mann. Wie verrückt ist das denn? Erst lerne ich dich hier kennen, dann treffe ich dich ständig auf meiner Reise und zum Schluss laufe ich dir wieder in meiner Heimat über den Weg. Ich liebe es hier. Für mich gibt es keinen schöneren und freundlicheren Ort. War trotzdem schön, dich unterwegs zu treffen. Nimm doch diese Kleinigkeit von mir an, ja? Yay, Weltenbummler. Genau, und somit... Ich hab dich gern chauffiert. Das war auch für mich ein großer Spaß. Das war die Reise meines Lebens. Ich werde sie nie vergessen. Jo, genau. Jetzt haben wir jede Welt komplett. Also, wir müssen den hier erstmal noch abgeben. Gucken, ob irgendwas passiert. Ich denke aber nicht. Aber was soll groß passieren, ne? Irgendwie eine Meldung so? Nö. Doch. Das Segel der Odyssee ist jetzt golden. Ein neues Porträt von Bosa hängt im Hochzeitssaal. Okay. Gut, ich will doch gar nicht reisen. Warum schicken die mich jetzt wieder auf die Reise? Gut, okay, dann haben wir das soweit. Und natürlich, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, habe ich Münzen gesammelt. Wir haben jetzt 9.999 Münzen. Weil... Man kann den Counter noch hochhauen bis 999 Monde. Und das werden wir jetzt tun. Ich bin gerade nur überlegen, hole ich mir jetzt erst Outfits oder die Monde? Ist eigentlich egal, warum wir es machen. Letztendlich brauchen wir beides. Können ja auch direkt 10 Stück kaufen. Wird wahrscheinlich 1000 Münzen kosten, ne? Genau. Aber jetzt. Einkaufsbummel in der Wurzelebene, ja gut. Okay, alles klar. Ja, werden wir jetzt hier so ein paar Monde kaufen. Ich brauche jetzt nur schnell noch mal eine Münze. Also, wo finde ich denn die jetzt? Ah, stimmt, hier bei so einem Kaktus kann ich den noch kaputt machen. Hier, yeah, da. Zack. Gut, und jetzt können wir uns nochmal 90 Monde holen. Aber jetzt habe ich nur einen geholt. Verdammt. Yay. Toll. Müssen wir natürlich auch die anderen splitten. Oder wir sammeln schnell nochmal 100 Münzen. Die Frage ist nur, wo wir die jetzt herbekommen. Weil ich habe jetzt echt keine Lust, einzeln Monde zu kaufen. Ja, da dachte ich echt, ich bin fertig und dann habe ich echt vergessen, noch die Outfits zu holen. Ne? An alles habe ich gedacht, bis auf an die Outfits. Da werden wir dann auch nochmal Geld fahren. Das mache ich dann auch nochmal offscreen und dann schneide ich euch rein, wie ich dann die, die Outfits kaufe. Das sind nochmal 12.000 Münzen. Ja, also das heißt, ich muss dann nochmal bis 9.999 Münzen holen. Und alle Monde können wir jetzt bis jetzt auch noch nicht holen, ne? Also. Das haut nicht so ganz hin. Da brauchen wir dann auch noch mal ein bisschen Cash. Auch noch mal 12.000, ne? Für alle Monde. Ah, naja. Sind ja da eigentlich nur noch 2000 Goldstücke, die wir brauchen? Dann haben wir alle Monde soweit. Ja, ihr könnt jetzt dranbleiben oder spulen oder ausmachen, wie ihr wollt. Wenn ihr alles sehen wollt, wie ich dann noch die Outfits und so hole und anziehe und mir angucke,
Dann bleibt doch dran, ansonsten spult. Dauert jetzt eh nicht mehr so lange. Ich überlege auch gerade, wie ich das mit den Münzen mache. Wo ich noch schnell so eine Münzen herbekomme. Hundert Stück. Müsste eigentlich relativ schnell gehen. In der Pyramide waren Münzen. Ich glaube, da reise ich jetzt auch mal schnell hin. Aber da müsste ich wohl wieder schneiden. Also ich habe jetzt ungefähr für 9.999 Goldstücke. Nee, stimmt nicht. Ich hatte schon 2.000 gehabt. Für 7.000, sogar 7.000, nee, für 8.000, doch für 8.000 habe ich jetzt fast eine Stunde gebraucht, die zu farmen, ja, also nur für euch, so dass ihr so eine Zeit habt. Da habe ich diesen Bowser-Trick gemacht in der Bowser-Welt, ne? Jetzt gehen wir unsere Monde mal ab, schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben. ...981 Monde. Gut. Ja, dann brauchen wir noch 1900 Münzen. Und dann geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Und ich bin fleißig am Farmen. Am Geldmünzen farmen. Ja. Und ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr zu farmen und kaufe mir derweil erstmal wieder ein paar neue Outfits. Können mir jetzt natürlich auch die letzten Monde holen, aber ist eigentlich egal, wie man es macht. Das ist Jacke wie Hose jetzt, ganz ehrlich. Aber ich habe jetzt Lust auf neue Outfits, deswegen hole ich mir jetzt neue Outfits. Hier waren die, ne, bei dem gelben Typi, genau. Können wir jetzt diese wunderschönen Brautkleider holen? Ja. Das ziehen wir auch mal gleich an. Da muss ich nicht mal den langweiligen Mario sehen. Sehr schön. Na, dann fehlen uns ein. Nein. Jetzt habe ich diesen blöden Brautschleier angezogen. Okay. Ja, dann fehlen uns eigentlich nur noch diese zwei Outfits. Das heißt, uns fehlen noch 6.000 Münzen. Und dann nochmal, wie viele Monde fehlen uns? Ich glaube 20 oder so. Das heißt auch nochmal 2000 Euro rauf. 2000 Euro, ja. Boah, sehe ich schön aus. Mit Brautschleier. Na, wunderschön. Eine Fusion von Peach und Bowser. Ja, also uns fehlen nochmal so um die 9000 Münzen wahrscheinlich. Ich sag euch. Wenn ihr dieses Spiel wirklich zu 100% durchspielen wollt, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Ganz ehrlich, viel Spaß. Weil es ist wirklich echt ätzend. Es ist wirklich nervig. Ach, du bist doch doof. Er hat mich nicht getroffen, alles klar. Mir ist wirklich ätzend, so viel... so viele Münzen zu sammeln, ja, also ich finde so, die hätten die Outfits ein bisschen günstiger machen können. Das ist schon wirklich echt wirklich mega nervig. Es ist eigentlich nur so ein, man macht immer dasselbe, hier rein, Münzen holen, dann fällt man wieder runter, muss wieder den Samen holen und wieder rein. Das ist nichts Neues so. Es ist halt einfach nur stupides, langweiliges Farmen, ja? So farme ich meine Münzen. Juhu, geil. Ja, und das mache ich jetzt schon seit einer Stunde. Sag mal, so nach Stunde kriegt man bestimmt so 9000, vielleicht auch nur 8000, je nachdem, wie schnell man ist. Das ist einfach nur nervig. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Aber naja, was soll's? Hilft dir alles nichts. Sammle ich weiter für euch und dann sehen wir uns, wenn ich die restlichen Münzen habe. Bei euch geht das alles so schnell. Und ich sitze hier noch eine Stunde und muss die Kacke noch farmen, ey. Aber naja, was soll's. Kann man nicht ändern. Gut, bis gleich dann. So.
Ich habe es endlich geschafft. Oh, endlich. 8100 Münzen müssten eigentlich reichen. Für die beiden Outfits hier. Werden wir auch gleich mal anziehen und uns anschauen, wie das denn so aussieht. Jo, gleich anziehen, alles klar. Können wir uns ja auch gleich mal einen Satz Monde kaufen. Ein Stück. Yay. Einkaufsbommel in Bowsers Festung. Alles klar. Gut, alles klar. Also der goldene Mario sieht schon echt cool aus. Hat irgendwas. Ne? Da gibt's aber ja auch noch den Metall Mario. Aus dem N64 damals. Gucken, wie sie den hier umgesetzt haben. Der genauso aussieht. Jetzt hätten wir uns gleich noch mal runterholen können, aber egal. Oh Gott. Also der sieht irgendwie doof aus. Klar, sieht irgendwie immer noch so aus, aber... Ah. Weiß ich nicht, ne, ob man den jetzt so braucht, den Metall Mario. Da hätte ich lieber ein richtig cooles Bowser-Kostüm besser gefunden. Haben sie ja hier schon gemacht mit diesem Panzer da, diesen Anzug mit dem Panzer, aber... Oh Gott. Den hier zum Beispiel mit dem Panzer. Aber dann noch ein richtiges Bowser-Kostüm wäre halt cooler gewesen. Anstatt das hier. Aber gut, wir bleiben eher hier, weil... Ich denke mal, wir haben es jetzt geschafft, ne? Es ist komplett auf 100%. Liebe Leute. Und das heißt, ich habe den nervigsten Part überhaupt geschafft. Geld farmen. Wir geben hier mal Münzen ab. Nicht Münzen, Monde meine ich natürlich. Geben wir jetzt mal ab und dann schauen wir mal, wie es aussieht. 999. Wir haben, lass mich mal nachsehen, 999 Powermonde gesammelt. Holla, das ist ja der Hammer. Das erinnert mich an was. Ich habe ja noch eine Überraschung für dich. Auf zum Pilzpalast. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht jetzt. Auf zum Pilzpalast. Als goldener Mario. Da ist ein Hut drauf. Was soll denn das? Sieht man sofort. Das sieht echt hässlich aus. Aha. Ja, was hast du denn jetzt für eine Überraschung? Krieg ich da irgendwie noch einen Tipp oder? Muss ich bis dahin latschen. Er sagt halt nichts, ne? Hier ist auch nichts. Nö. Dann gehe ich mal auf das Dach des Pilzpalastes rauf. Dann schaue ich mal, was da so abgeht. Sehr viel Überraschung, ey. Ist jetzt meine Überraschung, dass ich da jetzt so einen blöden Zylinder drauf habe oder was? Ah, was macht der denn hier? So. Also das sehe ich jetzt nicht so als Überraschung, ne? Kommt man halt hoch, ne? Aber wie? Kommt man denn da hoch? Da
Hast du aber zu hochklettern? Ja gut, ja, aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Klingt mir das als Yoshi irgendwas? Habe ich doch gar nichts erwähnt, irgendwie von Cappy oder so. Von denen so, oh, guck mal, ich hab hier eine Überraschung für dich. Nicht. Gucken, was Peach sagt. Diese Welt nicht wunderbar. Was ist diese Welt nicht wunderbar? Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ja, schön. Was mache ich denn da jetzt mit dem blöden Hut? Ist da noch eine andere Vogelscheuche? Weil die macht ja nur die Treppen hier unten. Ja, sein können, dass da irgendwie noch Treppen von oben raufkommen. Hier ist noch eine Vogelscheuche. Ach, natürlich, ey. Ist doch klar, Mensch. Da können wir hochklettern. Mehr oder weniger. Geh doch da jetzt hoch, Mario. Okay. Haben wir es geschafft. Schauen wir mal, was hier drumrum ist. Um dieser Mütze. Ist hier noch ein. Ist hier der tausendste Mond oder was soll hier sein? Gut, dann haben wir ein Feuerwerk freigeschalten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Nintendo-Spiele, also Mario-Spiele eher, sind nicht berühmt dafür, für mega geile Belohnungen von 100% Runs. Ganz ehrlich, was war denn das jetzt? So ein bisschen Feuerwerk. Naja, egal. Wir wiederum haben 100%. So sieht das alles aus hier. Hier haben wir auch nochmal einen Stern. 41 Kopfbedeckungen und 42 Outfits. Sehr schön. So sollte das sein. Gut, dann war's das, denke ich, mit diesem Projekt. Wie schon gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Das Projekt hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Natürlich regt man sich einmal, zweimal auf, aber ey. Was soll's, ne? So ist das Leben, so ist das Spiel. An sich trotzdem ein Meisterwerk. Mann, jetzt kommen wir her hier. Wenigstens zum Abschluss. Ja, zum Abschluss nochmal schön gefailt, verkackt. Gut, Leute, denn schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut doch einfach in den nächsten Part von einem anderen Projekt wieder rein. Was bist du denn für ein dicker Vogel? Ja. Mal schauen, was noch so kommt. Bis dann, Leute. Tschüss.